Hey ihr Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um meine Blush-Sammlung. Und ja, was soll ich sagen? Falls ihr mein letztes Bronzer XXL Sammlungsvideo gesehen habt und gedacht habt, oh mein Gott, das ist viel zu viel, dann solltet ihr jetzt lieber abschalten. Weil Blushes habe ich tatsächlich noch viel, viel mehr. Ja, wie ist das zu erklären? Also ich habe mal nachgeguckt, diese Make-up-Sammelleidenschaft von mir geht jetzt schon über 8 Jahre tatsächlich. Und naja, in 8 Jahren sammelt sich halt ein bisschen was an. Und wenn man dann auch noch sich ein bisschen schwer tut damit, Sachen wieder auszusortieren, dann sieht es so aus wie jetzt vor mir. Ich habe die Blushes schon ein bisschen vorsortiert und werde versuchen, das Ganze ein bisschen schneller abzuarbeiten als bei den Bronzern. Also damit das Video, also wahrscheinlich wird es ähnlich lang wie das Bronzer-Video, aber ich kann euch vielleicht mehr zeigen. Am Anfang zeige ich euch wieder, welche Blushes ich bisher schon aussortiert hatte, so in den letzten Monaten. Einige davon habe ich auch schon weitergegeben, aber 3 sind hier noch, die bei mir liegen. Das ist einmal von Revolution, der The One Blush Stick in Pink. Ich mag einfach Creme Blushes nicht ganz so gerne und pinke Blushes auch nicht. Von daher ist das zum Beispiel ein Kriterium, weswegen ich einen Blush aussortiere. Dann habe ich hier von P2 aus der Mystic Whisper LE so ein ganz, ganz dunkles Blush. Das ist einfach keine Farbe, die ich gerne trage. Ich kann euch da noch mal kurz einen Swatch machen. Es ist zwar nicht ganz so intensiv, natürlich, wie im Fändchen, aber irgendwie ist das nicht so ganz meins. Deswegen habe ich auch das aussortiert. Und ebenfalls von P2 aus der Brave and Beautiful LE das Cream Blush. Ja, wie gesagt, Cremeprodukt und die Farbe finde ich jetzt auch ein bisschen sehr, sehr hell, ein bisschen sehr, sehr blass und auch zu orangestichig. Das ist auch nicht so meins. Gut, kommen wir jetzt zu den Blushes, die ich einmal durchgehen werde und eventuell werde ich was aussortieren. Also 1, 2, 3, da gehe ich schon mal von aus, aber wie viele es letztendlich werden, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Wie beim Bronzer-Video oder bei allen kommenden Videos gilt auch, ich sitze hier nicht, um möglichst viel auszusortieren, sondern ihr wolltet gerne meine Schminksammlung sehen. Ich zeige sie euch Stück für Stück und wenn etwas dabei ist, von dem ich mich trennen kann, um einfach Platz für Neues zu schaffen, dann tue ich das auch gerne, aber nicht, damit ich möglichst viel wegschmeißen kann. Okay, ich starte mit der Marke Love. Ich trage heute einen Blush von Love und zwar das Heartful Healthy Glow Blush. Das gibt es mittlerweile nicht mehr. Das ist die Farbe 10. Das ist so ein frisches Pink, aber ich finde das nicht zu pink. Also ich finde zum Beispiel, wenn man das jetzt vergleicht, das ist richtig knallig pink, das mag ich nicht so gerne und das ist noch so ein bisschen gedeckter. Deswegen werde ich das auf jeden Fall behalten, das finde ich auch qualitativ ganz schön. Dann habe ich hier noch eine zweite Farbe, das ist die 050. Die ist tatsächlich ein bisschen sehr kräftig, ein bisschen sehr dunkel, hat zudem noch Schimmerpartikel mit drin. Das ist fast eher so ein Bronzerton. Ich habe das lange nicht mehr benutzt, ich würde es einfach nochmal ausprobieren, um zu gucken, mag ich diese Farbe oder mag ich sie nicht? Aber es steht bei mir so ein bisschen auf der Kippe. Dann habe ich einmal auf dem Catrice und Love Event, auf das ich mal eingeladen war, diese beiden Cream Blushes hier geschenkt bekommen. Das ist einmal ja, so ein knalliges Pink. Da könnte ich mir vorstellen, mich davon zu trennen. Und einmal ist es ein bisschen peachiger oder koralliger. Das ist schwer zu entscheiden für mich jetzt, ob ich das Pinke wirklich weggebe. Also ich gebe diese Aprikofarbe auf jeden Fall in meinen Korb, wo die Sachen drin sind, die ich behalte. Und das Pinke, ich lege das erstmal in die Mitte, da überlege ich noch. Das letzte Blush von Love ist aus der, die nannte sich mal irgendwas mit Fall oder Autumn LE. Das habe ich mal in einem Tauschpäckchen gehabt. Und das ist so ein Ombre Farbverlauf Blush, auch ganz hochwertig verpackt mit dem Spiegel, das behalte ich. Dann habe ich 2 Blushes von Alterra Naturkosmetik, das ist ja die Rossmann Eigenmarke, da ist es einmal das
Beauty Diva Blush. Das hat so einen schönen, gedeckten, rötlichen Ton. Und einmal habe ich hier so ein pinkfarbenes, das nennt sich Cake Pop. Ich glaube, das war mal eine LE. Das ist so ein gebackenes Blush. Das ist sehr, sehr, sehr hell, sehr, sehr, sehr zart. Das lege ich auch erstmal in die Mitte. Also das behalte ich und da überlege ich. Von UMA habe ich ein Blush. Und zwar das Multibubble Raspberry Blush. Das sieht so aus, werde ich behalten. Wenn ich von der Marke nur eins habe, dann glaube ich, werde ich so oder so behalten. Es sei denn, ich finde es jetzt ganz schrecklich. Dann von Nika K. habe ich so ein Puder Blush, was über so ein Schwämmchen rausgepresst wird. Das ist auch eigentlich relativ pink, aber ich meine, ich mochte das ganz gerne. Und da das das einzige ist und auch so eine besondere Form oder Anwendung hat, werde ich es behalten. Dann habe ich von Steel London, das war auch mal in der Glossy Box, ein auch pudriges Blush. Das habe ich bisher noch nicht verwendet, deswegen bleibt das auch. Alle Produkte, die ich bisher noch nicht ausgetestet habe, gebe ich so oder so nicht weg, es sei denn, ich sehe von Anfang an, das gefällt mir überhaupt nicht. Von Urban Decay habe ich einmal dieses einzelne Blush hier, das ist die Farbe Rapture. Ich finde die Verpackung unglaublich schön und hochwertig. Das ist eins von den Afterglow Blushes und das ist auch eine sehr, sehr besondere Farbe. Es ist so ein Pflaumeton irgendwie, was ganz Besonderes. So einen Farbton habe ich jetzt auch zumindest nicht häufig und da ist auch das einzige Solo Blush von Urban Decay, werde ich das auf jeden Fall behalten. Und ich habe auch noch von Urban Decay eine Palette und zwar aus der Gwen Stefani LE Kollektion. Die Palette besteht aus 6 Blushes, die super, super schön sind. Da habe ich auch mal einen Blogpost zugeschrieben, das weiß ich noch. Kann ich euch vielleicht mal verlinken, wenn ich dran denke. Finde ich auf jeden Fall rundum super, super schön. Dann von der Marke Airbase, auch aus der Glossy Box, habe ich so ein Set mit Creme Blushes. Da ist auch noch ein Highlighter mit bei. Sind jetzt Farbtöne tatsächlich, die mich nicht so ansprechen. Also das ist mir eigentlich zu knallig, so ein bräunlicher Farbton. Ich habe es bisher noch nicht verwendet. Eigentlich würde das jetzt gegen meine Prinzipien verstoßen, wenn ich das weggebe. Aber ich glaube nicht, dass ich damit so zufrieden sein werde. Deswegen sortiere ich das aus. Dann habe ich hier eine Palette von Becca. Das ist auch mein einziges Blush-Produkt von Becca. Das ist die Après-Ski-Palette. Genau, Glowface-Palette. Sieht so aus, hat auch noch einen Highlighter mit drin, hat auch noch so Bronzer-Farbtöne mit drin. Die bleibt. Von NYX habe ich auch nur ein einziges Blush. Die anderen habe ich schon aussortiert. Ich hatte noch ein ganz knallig pinkes. Ja, ich glaube, das war sogar das Einzige, was ich noch hatte. Die Farbe mag ich auf jeden Fall richtig, richtig gerne. Das ist die 21 Intuition. Kann ich sehr weiterempfehlen. Ist ein toller, schimmriger Farbton. Dann habe ich von MAC 3 Produkte. Die werde ich auch nicht weggeben. Das ist einmal ein Blush aus dem Standardsortiment. Und zwar die Farbe Melba. Das ist so ein ganz hübscher, gedeckter Farbton. Finde ich richtig gut. Dann habe ich ein LE-Produkt. Da war ich so stolz, dass ich das bekommen habe, weil es damals so gehypt war. Also generell diese Weihnachtskollektionen von MAC sind ja, glaube ich, immer sehr, sehr beliebt. Und ja, da war ich zufällig mal in einem Einkaufszentrum, wo es einen MAC-Store gab. Und ja, da habe ich das tatsächlich noch bekommen. Und ich habe da dieses Sweet Vision Magic Dust Powder. Das sieht so aus, ist so ein rosé-goldener Schimmerfarbton. Aber so MAC-Sachen sind halt auch wirklich sauteuer, also deswegen habe ich davon auch nicht viel. Das habe ich hier noch, das ist so ein Quattro, das habe ich noch nicht benutzt. Das ist auch noch gar nicht so alt, ich glaube aus dem letzten Dezember. Und das ist so eine Glitzerpalette mit 4 Farben, 2 Blushes, 2 Highlighter, auch mit so Sternenprägung, richtig, richtig schön. Habe ich aber im Gesicht noch nicht getragen.
Dann habe ich von L'Oreal auch nur ein einziges Blush, soweit ich weiß. Life's a Peach. Aus dem Standardsortiment super, super schön. Ein schöner, frischer Frühlingsfarbton. Ich hätte auch noch gerne, also das habe ich noch auf meiner Liste, dieses Melon Blush mit der Wassermelone drauf. Das finde ich auch immer ganz schön. Dann von BH Cosmetics habe ich eine Palette. Und das ist die Glowing in Grease Blush und Highlighter Palette. Ich finde, es sind mehr Blushes drin, deswegen ist sie bei meinen Blushes einsortiert. Die sind relativ kräftig, die sind auch teilweise relativ dunkel, also was die Schimmerfarben betrifft. Aber ich finde das auch so alles in allem richtig, richtig hübsch und deswegen behalte ich das. Ich glaube, ich habe irgendwo noch eins von BH, ach da. Und zwar ist das so ein Schimmerpowder, Bombshell Bronze nennt sich das. Ich glaube, das gibt es mittlerweile nicht mehr. Illuminating Bronzer habe ich aber in die Blush-Schublade rübergepackt, weil es für mich einfach eher ein Produkt ist, was ich so auf der typischen Blush-Stelle auftrage. Es ist sehr, sehr schön. Es ist sehr schön leuchtend, wie ihr vielleicht sehen könnt. Und das mag ich. Deswegen behalte ich das. Dann habe ich von Benecos ein Produkt. Das ist auch eine sehr, sehr schöne Farbe. Und zwar Mellow Rose. So ein ganz dunkles, gedecktes Rosenholz. Finde ich richtig schön. Ist auch mein einziges Produkt oder einziges Blush von Benecos. Dann von Madame Glam. Da hatte ich mal eine Kooperation mit dieser Marke. Habe ich diesen Farbton hier. Den finde ich auch sehr, sehr schön. Geht so ein bisschen in die ähnliche Rosenholzrichtung. Das ist Touch of Pink, wobei Pink ist es nicht wirklich. So, dann habe ich 4 Blushes von H&M. Da habe ich auch schon mal aussortiert gehabt. Ich glaube, ich hatte noch 1 oder 2 mehr. Da habe ich auch das ganz pinkstichige Blush aussortiert. Das ist hier, glaube ich, noch die ältere Version. Make Me Blush in der 18. Das ist auch so ein kräftigeres Pink. Ich glaube, davon kann ich mich trennen. Das finde ich jetzt auch so von der Aufmachung her nicht so besonders wie zum Beispiel diese hier. Deswegen kommt es weg. Und bei den dreien werde ich mich, glaube ich, von keinem trennen, weil die Farben finde ich sehr, sehr schön. Das ist ein ultra hübscher, ganz, ganz nudiger Farbton. Die Farbe Cameo Pink. Dann habe ich hier auch einen ganz hübschen Rosé-Farbton, Rosy Brown. Und dann habe ich noch die Farbe Tawny Peach. Auch super, super dezent. Also das sind wirklich Blushes. Da sieht man jetzt nicht so einen richtig krassen Frische-Effekt, aber einfach so ein bisschen was Schönes, Weichzeichnendes. Das mag ich sehr, sehr gerne. Deswegen dürfen die bleiben. Dann komme ich zu der Marke MUA, Makeup Academy. Da habe ich noch 4 Blushes. Da hatte ich auch schon mal aussortiert. Ich hatte, glaube ich, noch 2 mehr. Ich sehe gleich, oben drauf liegt ein kräftiges Pink. Das werde ich aussortieren. Marshmallow ist die Farbe. Pink mag ich einfach am wenigsten von Blushfarben, glaube ich. Und dann habe ich noch 3 etwas neutralere Farben. Das ist einmal Cupcake, einmal Bonbon und Lolly. Und die würde ich, glaube ich, alle behalten. Die finde ich alle sehr schön. Von W7 habe ich so ein Pappschächtelchen. Das sind ja so ein bisschen Dupes zu den Benefit Blushes. Und das ist die Variante The Honey Queen. Das ist so ein wabenförmiges Blush mit verschiedenen Farben. Finde ich ganz schön. Auch die Verpackung werde ich behalten. Und wo wir gerade von Benefit sprachen, ich habe auch einen Blush von Benefit in der Originalgröße, und zwar das Coralista Blush. Das ist einfach von der Verpackung her auch mega, mega toll. Ich war tatsächlich am Anfang von diesen Benefit Blushes total enttäuscht, weil ich die mir viel, viel kräftiger vorgestellt hatte. Also damals hatte ich irgendwie noch so ein bisschen die Ansicht, Blushes müssen richtig schön kräftig sein, müssen richtig heftig pigmentiert sein und so. Deswegen habe ich mir zum Beispiel auch sowas gekauft. Aber davon bin ich ein bisschen ab. Ich mag es mittlerweile lieber, wenn die Blushes einfach ein bisschen dezenter sind, aber trotzdem einfach einen schönen Tarn machen. Und da musste ich mich erstmal dran gewöhnen, aber mittlerweile mag ich das wirklich sehr gerne. Das bleibt natürlich auch.
Dann habe ich von Benefit auch noch dieses Trio hier. Cheek Leaders Mini Pink Squat. Das habe ich mal von der lieben Rebecca, liebe Grüße an dich, wenn du das hier siehst, geschickt bekommen. Das hat sie bei sich nämlich aussortiert. Und zwar sind das die Farben California, Tickle und Dandelion. Richtig, richtig, richtig schön. Habe ich leider auch noch nicht benutzt, muss ich unbedingt machen. Und von Benefit habe ich auch noch dieses größere Cheekathon Set. Das habe ich mir auch mal selber gekauft. Die sind unglaublich teuer. Also davon gibt es auch mittlerweile mehrere. Ich finde, also die Verpackung, das ist 10 von 10. Und das enthält tatsächlich auch die Produkte wirklich in Originalgröße. Das enthält auch Dandelion, dann den Hoola Bronzer, Rockateur, Dallas und Coralista. Also ich habe quasi Dandelion und Coralista jetzt doppelt, aber also das würde ich im Traum nicht weggeben. Dann habe ich einen Blush, das gebe ich auch nicht weg. Und zwar ist das eine Urlaubserinnerung an Kos. Ich habe ja 2 oder sogar 3. Ich glaube 2 Urlaube auf Kos gemacht, also in Griechenland. Und es waren 2 so tolle Urlaube, ich würde jederzeit wieder hinfliegen. Und das, ich weiß gar nicht, was das für eine Marke ist, Mineral Cosmetics Blush. Aus dem Supermarkt, keine Ahnung. Aber das finde ich auch sehr schön von der Farbe und ja, Urlaubserinnerung gebe ich halt auch echt nicht weg. Dann habe ich von W7 noch ein zweites Blush in dieser Pappverpackung und zwar Candy Floss. Das ist ein ganz heller Roséton, den behalte ich auch. Ist von der Verpackung her nicht ganz so schön wie dieses Honeycomb-Dings, aber das ist auch deutlich, deutlich älter. Dann habe ich ein einziges Blush von 183 Days in dieser Matroschka-Variante. Die Marke gibt es ja mittlerweile gar nicht mehr. Was mich jetzt nicht so stört, aber ich finde, die hatten immer ganz coole, innovative Produkte. Hätten nur mit der Qualität ein bisschen mehr punkten können. Aber das Blush ist tatsächlich ganz schön. Es ist auch so eine Rosé-Rosenholzfarbe und die Verpackung ist einfach auch mega, mega süß. Womit mache ich weiter? Mit Maybelline. Da habe ich 4 verschiedene Produkte. Einmal ein Dream Touch Cream Blush. Das finde ich tatsächlich sehr, sehr schön. Das ist auch so eine ganz helle Nuance. Ist das überhaupt noch? Ja, es funktioniert noch. Es ist nämlich auch schon sehr, sehr alt. Hier seht ihr die Farbe. Super schön. Ich weiß gar nicht, was das für ein Farbton ist. Da ist nämlich leider dieser Zettel abgerissen. Ich glaube, das gibt es auch gar nicht mehr in der Form. Aber diese Cream Blushes gibt es noch. Jetzt darf ich gleich auch noch den Akku wechseln, aber wir machen nochmal weiter. Dann habe ich noch 2 aus dieser Face Studio Reihe. Die finde ich auch ganz schön. Einmal die Farbe Peach Pop, die hatte ich mal in einem PR-Paket. Und einmal die Farbe Pink Amber. Und dann habe ich mir irgendwann nochmal diese Palette hier gekauft. Ist mir eigentlich Master Blush Palette fast ein bisschen zu kräftig, also die beiden Farben hier gefallen mir gut. Das ist ein Highlighter und so ein richtig schöner Blush-Farbton. Die beiden sind mir eigentlich so ein bisschen zu kräftig, aber die Palette finde ich insgesamt ganz hübsch. Und die behalte ich. Dann habe ich 2 Paletten von NARS. Die hatte ich mir auch mal in Sale gekauft. Ich glaube, bei Look Fantastic waren die im Angebot. Das sind auch meine einzigen NARS-Produkte. Und das sind ja, Paletten, die haben sowohl sehr neutrale, zarte Töne als auch was Kräftiges. Das würde ich vielleicht nicht unbedingt tragen, aber die anderen Töne sind eigentlich ganz schön und es ist halt nass, ne? Das würde ich jetzt auch nicht weggeben. Die zweite Palette ist so ein bisschen pastelliger, ein bisschen neutraler. Unfiltered 1 und 2 nennen sich die Paletten übrigens. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Von Miss Lind habe ich hier 2 in dieser süßen Pappschachtelverpackung. Einmal die Farbe Missing Your Kissing, das ist ein sehr hübscher, frischer Frühlingsfarbton. Und einmal habe ich hier so einen ganz kräftigen Farbton, Be My Flamingo Forever. Der ist tatsächlich auf den Wangen nicht... So, der Akku ist jetzt
gewechselt. Also der hier, der Flamingo Blush, ist auf den Wangen tatsächlich gar nicht so intensiv, wie er jetzt hier im Fännchen wirkt. Ich habe ihn euch hier mal aufgetragen. Aber es ist halt auch wieder so ein sehr, sehr knalliges Pink. Und ich denke, ich werde den weggeben. Dann habe ich zwei Minerallose Puder Blushes. Einmal von Mineralissima, das habe ich mal zugeschickt bekommen. Die Farbe Tease finde ich ganz schön, die werde ich behalten. Und ich liebe dieses hier von Bella Pierre, das ist die Farbe Desert Rose. Ja, die bleiben. Dann habe ich ein Produkt von Dr. Pierre Rico, das ist auch schon ein bisschen was älter, aber noch gar nicht so viel benutzt. Das ist zwar auch wieder ein eher kräftigerer Pinkton, aber dieses Blush habe ich mal von meiner Mama übernommen und das ist eine Erinnerung und deswegen bleibt das auf jeden Fall. Von So Susan habe ich hier den Universal Blush. Der war mal in der Glossy Box, glaube ich, drin. Ist eigentlich von der Farbe her ganz schön. Hat auch noch so eine schöne Leuchtkraft mit drin. Der darf bleiben. Ist auch mein einziger von So Susan. Dann habe ich noch eine ähnliche Farbe von Douglas. Pink is Beautiful. Den swatche ich mal daneben. Er ist ein Ticken dunkler, aber ein bisschen gröber, glitzerig tatsächlich. Deswegen kommt er weg. Es läuft hier gar nicht so schlecht. Dann habe ich von Sleek eine kleine Blush-Sammlung. Und ich weiß, davon würde ich, glaube ich, auch ein oder vielleicht auch zwei aussortieren. Ich habe hier einmal die Farbe Rose Gold. Das ist, glaube ich, das bekannteste Sleek Blush. Das behalte ich. Dann habe ich die Farbe Pomegranate. Das ist ein sehr intensiver Ton. Ja, lässt sich halt geil aussoften, ne? Ah, ich weiß nicht, da überlege ich noch. Dann habe ich die Farbe Flushed. Der ist auch kräftig. Also ich glaube, einer von beiden kommt weg. Wobei, der ist nicht so heftig pigmentiert. Aber der lässt sich auch nicht so schön ausblenden. Okay, also Flushed kommt weg, Pomegranate bleibt. Erstmal. Dann habe ich noch die Farbe Suede. Das ist ein ganz merkwürdiger Farbton. Sieht nämlich so aus. Ist für mich kein Blush-Farbton. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll, ehrlich gesagt. Hier seht ihr den. Kommt weg. Ja. Dann habe ich noch die Farbe Sunrise. Ist auch ein kräftigerer Farbton. Also Sleek ist nicht so 0815 irgendwie, ne? Aber der ist auch irgendwie schön und besonders. Ich glaube, der bleibt. Der hat auch noch so ein Schimmeranteil mit drin. Und dann habe ich noch die Farbe Antique. Die ist auch ganz schön, aber auch ein bisschen besonders durch so viel Grauanteil. Ja, die beiden behalte ich. Zwei weg, vier behalten. Das ist in Ordnung für mich. Was haben wir noch, wovon ich nicht so viel habe? Weil Essence, Catrice und so kommt ja noch. Ich habe noch zwei Glossybox-Produkte. Das ist einmal in Kooperation mit Kryolan ein Blush. Das hatte ich mal doppelt. Eins davon habe ich schon weggegeben, deswegen darf das hier bleiben. Und von der Marke, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Duce, Duce oder so, habe ich diese beiden Farbtöne. Die werde ich auch behalten. Dann habe ich von Yves Rocher zwei von diesen kleinen Blushes. Das ist einmal die Farbe Rose oder ja, Rose. Finde ich sehr schön. Hat auch noch so einen gewissen Leuchtanteil mit drin. Ihr wisst, das mag ich. Und dann habe ich hier noch die Farbe Soleil Cuivré möglicherweise. Das ist so ein
warmer Ton, da war mal in der Sommer-LE mit drin. Ist halt mit ganz viel Schimmer und Leuchtkraft. Aber finde ich den auf den Wangen gut. Vielleicht als Topper. Der leuchtet halt wirklich schön. Ich glaube, ich versuche den. Ich behalte den erstmal noch. Ja. Dann von der Marke, die ich auch nicht auszusprechen weiß, Focalure. Da habe ich zweimal mit eine Kooperation gehabt. Das ist das ältere Blush hier. Das nennt sich Baked Blush Ultralight in der Farbe 06. Es ist auch auf jeden Fall schimmernd. Ja, das ist ganz schön. Das werde ich behalten. Und dann habe ich noch dieses hier. Das habe ich euch auch vor gar nicht allzu langer Zeit in einem First Impression Video gezeigt. Das ist so ein Ombre Blush. Das finde ich auch so rundum ganz schön. Das werde ich auch behalten. Dann habe ich ein Produkt von der Marke Bronze. Ich weiß gar nicht, also ich hatte das auch mal in einem Tauschpäckchen drin. Ist das so eine Teddy-Marke oder so? Gibt es die Marke bei Teddy? Kommt aus Düsseldorf? Keine Ahnung. Ist aber auch eine schöne, besondere Farbe. Das darf bleiben. Ach so, von Sleek habe ich noch dieses hier. Das ist so ein Trio aus der Candy Collection. Ich glaube, das war auch sehr, sehr kräftig. Ich habe schon mal ein Sleek Trio Blush tatsächlich aussortiert. Oh Gott. Ja. Haben Sie noch Fragen? Das ist ein Creme Blush und zwei Puder Blushes. Ach hey. Ja, gut. Gebe ich weg. Eigentlich schade, weil das halt so ein LE-Dings ist, aber. Ja, das würde ich, glaube ich, nicht gerne benutzen, wenn ich ehrlich bin. Hm. Ach, ich habe doch noch ein Produkt von 183 Days, und zwar dieses Air Blush. Das ist in so einer Sprühdose drin. Das ist gar nicht so schlecht. Also, wenn man es direkt aufsprüht, funktioniert es nicht, beziehungsweise unkontrolliert. Aber man kann das auch auf dem Pinsel aufsprühen, und solange das noch funktioniert, würde ich das behalten. Dann habe ich drei Blushes aus der My Little Box. Da gibt es ja auch immer abwechselnde Eigenprodukte, also von der Eigenmarke My Little Beauty. Das ist einmal Summer Shades, ein Creme Blush. Habe ich noch nicht ausprobiert, bleibt erstmal. Dann, ach nee, das ist gar nicht My Little Beauty. Dann das hier, das ist auch ein Creme Blush. Habe ich bisher auch noch nicht ausprobiert, deswegen bleibt es auch erstmal. Und das hier ist die Marke Universal Beauty. Das ist ein Blush Stick, den habe ich auch schon öfter mal verwendet. Da finde ich die Farbe ganz schön. Das kann man eben, also erstmal ist es ein bisschen kräftiger, aber das kann man eben gut einarbeiten. Ist ein bisschen kräftiger, aber das hat mir immer ganz gut gefallen. Secret Flush war, glaube ich, auch mal in der Glossy Box drin. So, was haben wir noch? Wet n Wild, da habe ich zwei Produkte. Einmal ein ganz altes, den Mega Glow oder das Mega Glow Illuminating Powder. Das habe ich auch immer ganz gerne benutzt. Ist ein bisschen ähnlich zu dem BH Cosmetics Produkt. Auch so schön leuchtend. Das mag ich, das bleibt. Und dann aus der Color Icon Reihe das Don't Flutter Yourself Blush. Das war mal eine LE, gibt es jetzt so nicht mehr. Ist halt auch zwar ein bisschen hell, pinky, aber hat so einen ganz schönen Glow und hat so ein Kolibri noch aufgedruckt. Das möchte ich behalten. Dann habe ich fünf Blushes von Manhattan, und zwar einmal aus dieser Powder Rouge Reihe. Ich glaube, die gibt es nach wie vor, aber gefühlt auch schon ewig. Das ist einmal die Farbe Golden Brown. Dann haben wir Hot in Here, Secret Lovers und fast aufgebraucht Fresh Peach. Also das hier ist sowieso schon fast aufgebraucht, das kann ich dann auch noch ganz aufbrauchen. Golden Brown ist eine ganz schöne Farbe eigentlich. Ja,
machen. Das behalte ich nochmal, das möchte ich nochmal ausprobieren. Dann haben wir noch diese beiden Töne hier. Und hier ist ein bisschen kräftiger. Und Secret Lovers ist wieder so ein bisschen pinky. Ich gebe Secret Lovers weg und behalte Hot in Here. Mein Gott, das klappt besser als gedacht mit dem Aussortieren. Das hätte ich jetzt wirklich nicht erwartet. Milani. Da habe ich 4 Blushes. Das eine ist Rose Doro, dann Luminoso, der bekannteste Farbton, glaube ich. Bellissimo Bronze könnte man auch zu den Bronzern tun, aber ich finde, es ist auch wieder eher ein Ton für die vordere Wangenpartie. Und die Farbe Red Vino. Bei Red Vino bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob ich den behalten möchte. Das ist so ein ganz intensiver Farbton, auch mit sehr viel Schimmer. Puh. Ich glaube, das ist mir zu kräftig. Red Vino, oh mein Gott, gebe ich weg, aber alle anderen behalte ich. Vielleicht kann ich bald eine Schublade einsparen. Habe ich wieder Platz für mehr Lidschattenpaletten. So, dann habe ich auch noch 4 Blushes von Max Factor. Genau, die sind ja auch ganz bekannt. Ich liebe die Farbe Nude Mauve. Und dann habe ich hier Gorgeous Berries. Der ist tatsächlich super mega intensiv. Den wollte ich eigentlich zu meinen Lidschatten tun, aber ich habe auch schon so viele rötliche Lidschatten. Dann habe ich noch die Farbe Alluring Rose und Seductive Pink. Die beiden bleiben. Aber Gorgeous Berries, also ich kann es euch mal präsentieren. Das ist halt auch richtig heftig intensiv. Aber es ist eine schöne Farbe. So ganz leicht aufgetopft vielleicht. Probiere ich nochmal aus. Bevor ich es weggebe, probiere ich das nochmal aus. So, jetzt gucke ich nochmal. Von Kiko habe ich ganz viel, von Essence habe ich ganz viel. Alverde habe ich nicht so viel. Alverde kommt als nächstes dran. Da habe ich einmal die Farbe Flamingo. Das ist auch wieder so ein kräftigerer Ton. Ich glaube, mittlerweile gibt es den nicht mehr im Standardsortiment. Den seht ihr hier. Der lässt sich jetzt auch nicht so gut aussoften. Den gebe ich weg. Ach, von Manhattan habe ich euch noch einen verschwiegen. Den Maxi Blush. Den habe ich relativ neu, noch nicht ausprobiert. Den behalte ich. Dann wieder zurück zu Alverde. Da habe ich noch Secret Rose Shimmer Rouge. Ich glaube, das gibt es noch. Das ist eigentlich ganz schön, so gedeckte Farben. Das behalte ich. Und dann habe ich noch aus einer L.E. All About Nude Blush, Natural Rose. Das würde ich auch behalten. Ich gucke nochmal, was für ein Farbton da rauskommt. Oh, ein ganz, ganz heller. Der ist aber sehr, sehr zart. Könnt ihr den überhaupt erkennen? Einmal muss ich das noch ausprobieren, aber ich kann mir vorstellen, dass der aussortiert werden könnte danach. Aber das seht ihr dann ja in den und Tschüss-Videos, ne, was ich jetzt noch nach dieser Reihe hier aussortiere. So, dann habe ich Rival de Loop und Rival de Loop Young. Das habe ich jetzt zusammengetan. Hier habe ich ein Rouge aus dem Standardsortiment. Das ist die Farbe Rosewood. Finde ich sehr, sehr schön. Habe ich auch noch nicht allzu lange. Dann aus der Perfect Look LE habe ich dieses Shimmer Rouge. Wahrscheinlich auch super hell, ne? Ja. Ist ja sehr ähnlich zu Alverde, wobei noch ein bisschen kühler, heller. Ich gebe das weg. Dann aus der The Golden Twenties LE habe ich hier so ein Duo. Das möchte ich behalten. Aus der Palm Beach Reihe. Ich glaube, das war auch super, super beliebt und schnell ausverkauft. Dieses Blush hier, das behalte ich auch. Dann habe ich einmal aus der Merja Dumont Kollektion so einen hellen Farbton. Ist auch ein bisschen ähnlich zu dem eben. Ich verstehe auch immer nicht, da war noch so ein Pinsel mit bei. Warum macht man das heutzutage noch? Also gut, diese LE ist jetzt auch schon ein paar Jährchen alt. Ich weiß gar nicht, ob... Wahrscheinlich würde Rival Loop
es jetzt tatsächlich nicht mehr machen, aber warum hat man das überhaupt gemacht, diese Billo-Pinsel damit reinzutun und somit total Platz zu verschwenden. Es würde so viel schöner aussehen. Aber ich behalte das nochmal. Und das hier ist so ein bisschen ähnlich aus der Pure Moments Reihe. Hier, da seht ihr noch diesen Billo-Pinsel. Ist halt auch super hell. Oh Gott, das ist nochmal eine Spur heller. Ich glaube nicht, dass mir das noch so stehen würde tatsächlich. Ich lege es erstmal in die Mitte, ich überlege da noch. Wobei, nein, ich entscheide mich jetzt zwischen den beiden hier. So, weil das von Altera war, glaube ich, ein bisschen ähnlich. Ja. Ich entscheide mich zwischen den beiden. Ich finde das optisch noch ein bisschen schöner. Altera kommt weg und das behalte ich nochmal. Machen wir einen Kompromiss. Dann habe ich noch aus der Love You More LE von Rival de Lubian dieses gebrochene Herz hier. Das ist so ein Schimmerblush in so einem dunkleren Farbton. Das darf bleiben. Der darf auch bleiben hier. Tropical Heat LE Blush. Sehr, sehr schön. Ich mag die ja auch total in dieser Pappschachtel. Und dann habe ich noch aus der Beauty Code LE diese Strobing Palette. Die hat auch noch zwei Highlighter-Töne mit dabei. Und ich liebe solche Trios von Rival Loop und Rival Loves Me, de Lubian. Das können die einfach. Also ich kann euch den Highlighter mal zeigen. Der ist halt auch echt schön. Ja, das darf bleiben. So, habe ich jetzt noch eine Marke? Doch, ich habe noch einen von Art Deco. Den kann man theoretisch in so eine Palette reinklicken. Das ist die Farbe 25. Der ist ganz schön. Der hat auch so einen schönen leichten Schimmer noch mit drin. Das ist auch der einzige von Art Deco, den ich habe. Den werde ich behalten. Dann von I Heart Revolution habe ich drei Produkte. Einmal aus der I Want Candy Kollektion. So eine ganz helle, zarte Farbe. Finde ich einen sehr hübschen Farbton, der darf bleiben. Dann habe ich auch hier eins von diesen Herzchen-Dingern. Den hatte ich letztens auch noch in meiner Schminkbox. Ich war jetzt nicht so mega begeistert davon. Ist halt auch so ein Pinky-Ton eher. Aber ist halt auch was Besonderes von der Verpackung, ne? Wäre der in einem anderen Farbton, würde ich den auf jeden Fall behalten. Ich packe ihn in die Mitte, ich überlege da noch. Und dann habe ich noch diese Chocolate-Palette hier, die hatte ich auch in einem Tauschpäckchen drin kürzlich. Die finde ich zwar auch sehr intensiv von den Farben hier, also gerade so diese beiden Brauntöne sind halt echt heftig. Aber ich muss die erst ausprobieren, bevor ich urteile, von daher bleibt die erstmal. So, als letzte Marke, von der ich nicht übermäßig viel habe, haben wir hier noch Revolution. Da habe ich drei von den Vivid Baked Blushes. Einmal die Farbe Hard Day. Das ist so ein ganz interessanter Farbton. Der ist halt auch super, super zart. Den finde ich ganz schön. Den möchte ich auf jeden Fall behalten. Und dann sind es hier so zwei, also einmal so ein Fliederton. Habe ich so in ähnlicher Weise jetzt nicht, aber der ist halt auch super, super hell und kühl und dezent. Ich gebe den weg. Und dann habe ich noch die Farbe All I Think About Is You. Dieser hier. An sich nicht. Ach, der ist eigentlich schön. Den behalte ich auch. Und dann habe ich hier noch die Sugar and Spice Palette. Die hatte ich auch mal in einem Tauschpäckchen drin. Die sieht so aus. Ist auch sehr pink gehalten, wobei diese beiden Töne sind sehr schön. Bisschen nudiger. Könnt ihr das eigentlich im Hintergrund hören? Unsere Nachbarskinder haben so ein Auto, wo man sich reinsetzen kann. Das wollte ich früher als Kind unbedingt haben. Das weiß ich noch. Habe ich nie bekommen. Ich bin ein bisschen neidisch.
Aber es ist auch ein bisschen nervig, wenn man es jeden Tag hören muss. Oh Gott, was mache ich mit der Palette? Also ich finde so diese Seite schön und die Seite nicht. Aber ich habe auch noch, ich muss die jetzt mal, ich habe die glaube ich noch nie im Gesicht getragen. Das muss ich erst nochmal machen. Okay. Das war's zu den, ah nee, hier. Ach, Urban Decay habe ich noch einmal vergessen. Ich habe auch noch die Sin Afterglow Palette. Oh, die ist auch schön. Hat auch Blushes und Highlighter mit drin. Also die bleibt auf jeden Fall auch. Und jetzt habe ich nur noch vier. Oh nee, ich sehe gerade, ich habe noch ein paar Alverde Produkte vergessen tatsächlich. Ich habe hier noch zwei LE Produkte. Einmal ein ganz altes, das habe ich selber mal über eBay in so einem Päckchen bekommen. Ich weiß nicht, wie die LE hieß. Irgendwas mit, nee, weiß ich nicht mehr, Ballerina oder sowas. Das ist so ein ganz dezenter Roséton. Ist halt auch super niedlich hier mit dieser kleinen Schleife in dieser Pappschachtel. Nimmt ja auch nicht viel Platz weg, also das kann ruhig bleiben. Dann habe ich hier noch Herzblatt Gold, Herz Rouge und Schimmer Ass. Also das ist ein Duo-Produkt. Oben ist ein güldener Highlighter, also ein Creme-Highlighter. Der funktioniert jetzt nicht mehr so gut. Und unten ist ein loses Blush. Das ist an sich eine schöne Farbe, aber ich habe ja zwei lose Blushes in ganz ähnlicher Form. Und dadurch, dass ich den Highlighter eh nicht mehr so wirklich verwenden kann, gebe ich das weg. Dann habe ich hier in der Glossybox kürzlich gehabt zwei Creme Blushes in so einer Tube. Golden Moon und Pacific Sunset. Habe ich noch nicht ausprobiert, das muss ich erst noch tun. Und dann habe ich hier noch zwei gebackene Blushes, die waren auch mal in LEs. Ich hatte davon ursprünglich vier. Die Hälfte habe ich schon mal aussortiert gehabt und das ist jetzt noch die Farbe Dizzy Peach. Sieht so aus. Ist eine ziemlich schöne gedeckte Farbe. Und die Farbe Morgenröte. Gott, aber ich merke, die werden auch immer trockener. Also solange die noch Farbe abgeben, werde ich die behalten, aber ich glaube, das werden sie nicht mehr allzu lange tun, ehrlich gesagt. So, jetzt habe ich noch Kiko, Essence, Catrice und Trended Up. Trended Up, davon habe ich auch nicht allzu viel. Und P2 habe ich noch. Ich mache jetzt mal weiter mit Trended Up. Da habe ich einmal so einen Stick aus der Evernudes LE. Habe ich mal im Testpäckchen gehabt. Ist eine sehr, sehr schöne Farbe. Hier seht ihr den. Den werde ich behalten. So viele Creme Blushes habe ich jetzt ja auch gar nicht mehr. Dann aus der aus dem Standardsortiment habe ich das Blush 010, das ist super schön, kann ich auch sehr empfehlen. Aus der Ingenious LE habe ich hier eins, das werde ich auch behalten. Coco Bronze, das ist ein bisschen kräftiger und schimmernd, aber auch sehr schön. Cool Breeze LE und Infinitely Beauty LE, die ganzen LE-Produkte. Also eigentlich mag ich sowas ja gar nicht weggeben. Auch dieses rötliche ist eigentlich von der Textur her so schön und lässt sich so schön aussoften, dass man das ganz gut behalten kann. Dann habe ich hier noch zwei aus der Electric Valley LE. Das eine gibt eigentlich kaum Farbe ab. Also es hat kaum Eigenfarbe. Das andere, aber ich habe da, glaube ich, habe ich da nicht mal eine Review zugemacht? Fand ich die nicht trotzdem gut? Mir ist so. Also das andere ist so ein Bronzerton. Ich behalte die nochmal, das muss ich nochmal nachgucken. Mir ist nämlich so, als ob ich auch das Helle total gut fand. Oder war das was anderes? Ja, es muss eigentlich das gewesen sein. Okay, und die beiden hier aus der Tropicalize LE werde ich auch behalten. Die sind nämlich wunderschön. Die haben Bronzer, Blush, Highlighter in einem, harmonieren total gut miteinander. Und ja, das bleibt auf jeden Fall. So, jetzt aber endgültig kommen wir zu den Marken, von denen ich wirklich sehr, sehr viel habe. Vielleicht muss ich das auch in ein zweites Video packen.
Ja, ich glaube, ich packe das in ein zweites Video, weil vor mir liegt hier noch so viel. Deswegen würde ich sagen, beende ich Part 1 an dieser Stelle und denke, werde Part 2 direkt am nächsten Tag vielleicht hochladen oder so, dass ihr nicht allzu lange jetzt darauf warten müsst. Ich gucke mal. Ich gucke natürlich auch darauf, wie gut diese Videos ankommen. Vielleicht habt ihr auch gar keinen Bock, die zu sehen. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall gut. Sag ich tschüss für heute, liebe Leute. Ich sage vielen, vielen Dank fürs lange Zuschauen und bis morgen oder übermorgen.